Hallöchen zur nächsten Mod-Vorstellung. Heute haben wir hier ein Case 1455XL. Und so sieht er aus. Muss er auch schon sagen, er hat ein paar Problemchen, zeige ich euch aber auch gleich im Video. 145 PS Standard, manuell Lastenstufengetriebe steht hier, 200 Liter Sprit und 45 km/h kann er fahren. So, Mod hat selber die Version 1.0. Und kommt in der Größe mit 21 Megabyte daher. Genau. Ja, was kann man noch dazu sagen? Ein paar Sachen kann man einstellen. Zum Beispiel die Trelleborg-Reifen, Michelin-Reifen, Continental, Mitas, BKT, Fredestein, Nokian. So. Trelleborg geht mit Standardreifen. Mit Breitreifen 2, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Standard. Michelin geht mit Standardreifen, mit Breitreifen 2, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Standard. Continental mit Standardreifen, mit Breitreifen, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne und hinten, Standard. Mitas geht nur mit Breitreifen, BKT mit Breitreifen, Breitreifen 2 und Breitreifen. Fredestein mit Standard, Breitreifen, Pflegebereifung, Zwillingsbereifung hinten, Zwillingsbereifung vorne, Standard. Nokian geht mit Breitreifen, mit Breitreifen, Breitreifen 2, Kommunalreifen und wieder die Breitreifen. Frontlader, können wir hinmachen, ja oder nein. Und bei den Kennzeichen könnt ihr das auch wieder hinmachen, dann habt ihr vorne leider keins, ne? Und hinten habt ihr auch keins, beziehungsweise hier oben halt so dieses hier, aber kein richtiges Kennzeichen hier am Start. So, so sieht er aus. Aber wie gesagt, er hat noch kleine Fehler, er schmeißt noch ein paar Warnings durch die Gegend, aber ich wollte ihm einfach mal zeigen, vielleicht kommt er ja auch nicht weitere Version mit den Fixes drin. So, innen drin sieht die Sache dann so aus. Dann würde ich jetzt sagen, gucken wir mal nach der Hupe. Okay, das ist mal eine andere Hupe drin. Und dann würde ich sagen, lassen wir mal den Motor an. Und jetzt hätte auch hier das Problem, da fehlen die Füße. Na, bei den Männchen. Hier gibt es auch. Das Sound so leise, oder meine ich das bloß? Belastungssound ist da, man sieht auch hier. Er raucht ordentlich. Na. Frontlader funktioniert. So. Ja, wie gesagt, hier die Füße fehlen leider. Rauchen dafür tut er echt gut. Na, ihr seid hier. Vollumleuchten funktionieren auch. Und er wird, das Lenkrad wird auch nicht angefasst, also das muss man schon noch was tun hier. Ne? Das ist jetzt hier, Lenkrad steht komplett frei. Bremst auch relativ schnell, wenn man das Gas loslässt. Genau. Gucken wir mal in die Nacht rein und ihr seht hier auch die Fehler. Na, da kommen die ganzen Warnings und so weiter, leider. Also von dem her, da muss man schon noch was tun. Ich wollte euch bloß zeigen mal, dass mal was anderes hier zu sehen ist. Okay, danach leuchten die Michelin-Männer auf dem Dach hier. Dann haben wir einmal Licht, dann geht hier oben was an und hier unten auch ein bisschen, hier hinten auch. Zweimal Licht geht da oben noch was an, dreimal Licht, dann habt ihr noch ein bisschen mehr und viermal Licht geht einfach alles aus hier drin.
Ich werde auch nichts beleuchtet. Man sieht es, wenn Hirtstag ist. Schalten aber mehr auch nicht. Blinker sieht man auch nicht im Display. Dann haben wir die eine Seite, die andere Seite und Warnblinker. Warnblinker funktioniert, dann der Blinker auf der einen Seite, Blinker auf der anderen Seite funktioniert also auch. Bis auf die Fehler kann man sagen, hört soweit ganz in Ordnung. Und ja, muss man also noch ein bisschen nachbessern hier. Und ja. So, wenn ihr ihn trotzdem haben wollt, Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung drin. Da könnt ihr ihn runterladen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal hier auf dem Kanal. Macht's gut und ciao.